بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى والتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Heute inshallah ta'ala beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil von Surat Al-Muddathir, der 74. Sure des Korans. Wir hatten bisher zwei Teile gehabt. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir mit dem dritten Teil die Sura abschließen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Surat Al-Muddathir ist wahrscheinlich eine rein mekkanische Sura. Sie ist in jedem Fall mekkanisch im Großen und Ganzen, auch wenn es bei einer Ayah Meinungsverschiedenheiten gibt, ob es sich um eine medinensische Sura handelt, aber man kann davon ausgehen, dass es eine rein mekkanische Sura ist. Surat Al-Muddathir ist zumindest, was die ersten sieben Verse betrifft, die zweite Offenbarung nach Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Jene Offenbarung, mit der Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi von einem Nabi zu einem Rasul berufen wurde. Also jetzt ganz klar die Aufgabe hatte, sich mit dieser Botschaft an sein Volk zu wenden. Surat Al-Muddathir beginnt mit sieben Versen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgefordert wird, die Botschaft Allahs zu verkünden und in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch ganz konkrete Anweisungen bekommt, wie er dies zu tun hat. Daraufhin geht diese Sura über auf den jüngsten Tag und macht dann eine Überleitung auf einen Menschen, der das Beispiel für einen Käfer Kufr Inat ist. Das heißt, für einen Käfer, der aus Sturheit heraus und aus Hochmut heraus die Wahrheit überdeckt. Und zwar am Beispiel von Al-Walid ibn al-Mughira, worüber sich alle Mufassirun, alle Koran-Exegeten einig sind, dass mit diesen Ayat Al-Walid ibn al-Mughira gemeint ist. Und daraufhin beschreiben die Ayat sehr detailliert, das hatten wir letzte Woche besprochen gehabt, wie Al-Walid ibn al-Mughira abgewogen hat und sich dann klar für den Kufr entschieden hat. Und Muhammads Botschaft, salawatu rabbi wa salamu alayhi, als überlieferte Zauberei beschrieben hat. Wir gucken uns noch einmal diese Verse in der Übersetzung an, inshallah ta'ala, und gehen dann über zu dem heutigen Teil. Und zwar, nachdem Allah ta'ala jetzt Al-Walid ibn al-Mughira beschrieben hat und aufgezeigt hat, was er ihm alles gegeben hat an Vermögen, an Kindern, sagt er, sa'urhiquhu sa'uda, ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Und jetzt kommt diese Beschreibung, diese unglaublich genaue Beschreibung. Innahu fakkara wa qaddar. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Faqutila kayfa qaddar. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Thumma qutila kayfa qaddar. Abermals tod ihm, also verflucht soll er sein, wie er abgewogen hat. Thumma nazar. Hierauf hat er geschaut. Thumma abasa wa basar. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Thumma adbara wa stakbar. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Er sagte, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. In hadha illa qawlul bashar. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. Sa'uslihi saqar. Ich werde ihn in der Saqar aussetzen. Also Jahannam oder ein Teil in Jahannam. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Sie lässt nichts übrig.
und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Oder sie verbrennt die Haut des Menschen. Oder einen dritten Tafsir, den ich heute nochmal gelesen habe. Oder sie erscheint dem Menschen. Von Laha Yalu. Laha Shay. Also es erscheint dem Menschen, es wird ihm klar. Ihm wird jetzt klar, was er alles verbrochen hat. Und er steht jetzt vor dem Höllenfeuer. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sehr, sehr anschaulich beschrieben hat, als er sagte, salawatu rabbi wa salamu alaihi, yu'ta bil mar'i yawm al-qiyama. Am jüngsten Tag wird eine Person gebracht. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Er schaut auf seine rechte Seite und wird nur das sehen, was er vorausgeschickt hat. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Und er schaut auf seine linke Seite und wird nur das sehen, was er vorausgeschickt hat an Taten. ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Und dann schaut er vor sich und das Einzige, was er sieht, ist das Höllenfeuer direkt vor seinen Augen. Direkt vor ihm. Das heißt, Jahannam wird plötzlich kommen und Allah Ta'ala, er beschreibt diesen Moment auch, wo Jahannam dann das erste Mal den Menschen erscheinen wird, und zwar in Surat Al-Furqan. In Surat Al-Furqan, wo Allah Ta'ala beschreibt, dass Jahannam regelrecht zischen wird, lechzen wird, Geräusche von sich geben wird. Und die Menschen werden Angst bekommen. Nur alleine von den Geräuschen Jahannams. Sie haben Jahannam noch nicht einmal gesehen. Weil Jahannam wird herangezogen von den Engeln mit 70.000 Ketten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Und an jeder Kette 70.000 Engel. Lawahatul lil Bashar. Jetzt wird alles klar. Schon allein, wenn du nur in der Nähe bist von Jahannam, wird sie dir regelrecht dein Gesicht verbrennen. Dich schwarz machen. Kennt ihr das, wenn ihr an einem Lagerfeuer seid und ihr kommt in die Nähe des Lagerfeuers oder zu nah? Was passiert dann? Ja? Ihr spürt diese Hitze in eurem Gesicht. Wenn ihr Pech habt und einen Bart haben sollt, kann es sogar sein, dass ein so Spitze sozusagen sogar verbrennt durch die Hitze dieses Feuers. Nur alleine dadurch, dass du in die Nähe dieses Feuers kommst. Das ist einfach nur ein Lagerfeuer. Wie ist es dann erst mit diesem Anblick von Jahannam? Man kann sich das kaum vorstellen. Lawahatu lil Bashar. Und dann sagt Allah Ta'ala, alayha tis'ata ashar. Über ihr gibt es 19. Einfach 19. Es ist die Frage, was ist mit dieser 19 gemeint? Und das ist jetzt diese Ayah, die kommen wird, insha'Allah Ta'ala. Eine Ayah, die merkwürdig lang ist. Im Verhältnis zu den vorherigen Ayat und den nachfolgenden Ayat. Ja, sogar eigentlich sogar für den Koran an sich schon etwas länger ist. Merkwürdig. Aber Allah Ta'ala, er möchte uns hier aufklären. So als hätten die Leute gesagt, Tis'ata Ashar, 19. Was soll das? Und wir hatten letzte Woche das erwähnt gehabt, dass einige gekommen sind und sich lustig gemacht haben. Abu Jahl machte sich lustig. Dieser Al-Ashad, er machte sich lustig, war ein kräftiger Mann gewesen. Ja, gesagt, komm, ich übernehme diese 19 für euch und mache euch Platz so mit meiner Schulter. Ja, jeder von euch nimmt ein paar und ich übernehme 10. Immer wieder haben sie sich lustig gemacht. Und jetzt erläutert Allah subhanahu wa ta'ala, was damit gemeint ist. Warum er diese Zahl überhaupt erwähnt hat. Und zwar als eine Art von Fitna. Als eine Art der Versuchung. Und in einer Versuchung gibt es immer Gewinner und Verlierer. In einer Versuchung gibt es immer was? Immer Gewinner und Verlierer. Was bedeutet denn das Wort Fitna? Sprachlich gesehen. Was bedeutet Fitna sprachlich gesehen? Es kommt von Fetana. Was heißt Fetana linguistisch sprachlich gesehen? Das war das Trennen. Genau. Es geht um das Trennen. Beispielsweise beim Edelmetallgewinnungsprozess, Gold, Silber. Allah Ta'ala, er sagt, يَوْمَهُمَ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. Jeden Tag, wo sie dem Feuer ausgesetzt sein werden.
Ich setze ein Metall oder irgendetwas dem Feuer aus, damit der edle Teil dieses Metalls oder dieser Substanz getrennt wird von unedlem Teil. Ich trenne die Streu vom Weizen, wie man so schön sagt. Man trennt es, damit man ganz genau weiß, was gut ist und was schlecht ist. Und deswegen in einer Fitna liegt nicht nur etwas Negatives, wie viele Menschen denken mögen, sondern in einer Fitna liegt am Ende etwas Positives. Wenn ich Gold herstellen möchte, benötige ich sehr viel Energie. Und es ist nicht leicht, Gold herzustellen. Wenn es leicht wäre, ja, dann würde Gold keinen Wert haben. Aber dadurch, dass es selten ist, Gold, und dadurch, dass es so schwierig ist, Gold zu gewinnen, ist es so wertvoll. Wenn Gold überall vorhanden wäre, man einfach Gold so auf dem Boden finden würde, würde Gold nichts wert sein, gar nichts wert sein. Ich meine, es gibt durchaus andere Steine, die vielleicht sogar noch schöner aussehen als Gold, noch mehr glänzen als Gold. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Das heißt, ja, in diesem Fitna-Konzept liegt auf der einen Seite etwas Schlechtes, aber auf der anderen Seite auch etwas sehr, sehr Positives, weil nämlich das Gute zum Vorschein kommt. Und nur durch diesen Fitna-Prozess kann das Gute zum Vorschein kommen. Weil wie soll ich sonst wissen, wer gut ist und wer schlecht ist? Wenn es keine Prüfung gibt in der Schule, wie soll man wissen, wer ein guter Schüler ist und wer ein schlechter Schüler ist? Am Ende muss es irgendwann einmal Prüfung geben. Selbst bei dem Montessori-Konzept. Irgendwann einmal muss es Prüfung geben. Damit ich weiß, wer wirklich gelernt hat und wer nicht gelernt hat. Das ist einfach so. Das ganze Leben besteht aus was? Aus Prüfung. Das gesamte Leben. Damit man das eine vom anderen trennen kann. Und genau das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala hier einfach so eine Zahl genannt hat. Alayha tis'ata ashr. Die einen machen sich lustig. Denken sich, ja, was ist das? 19. Ja? Was ist das für eine Zahl? Warum gerade 19? Warum nicht 18? Warum nicht 20? Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte die Menschen prüfen. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie Allah die Menschen geprüft hat, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam al-Isra wal-Mi'raj gemacht hat. Einige der Gläubigen wurden schwach und meinten, der ist jetzt sozusagen nicht mehr ganz bei Sinn. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, al-Iyadhu billah sallallahu alaihi wa sallam. So haben einige gedacht und sind vom Glauben abgefallen. Als die Qibla geändert wurde, haben auch einige gesagt, was soll das? Änderung der Qibla. Haben es nicht verstanden. Und das Problem ist gewesen, dass sie eine Krankheit in ihrem Herzen hatten, wie wir gleich sehen werden, inshallah. Das Problem ist nicht die Wahrheit selbst, die klar und deutlich ist. Das Problem ist vielmehr die Krankheit, die sich im Herzen eines Menschen befindet und die dazu führt, dass er nicht rein ist und dass er dementsprechend bei dieser Fitna schwach wird und sich herausstellt, dass er aus einem unedlen Metall besteht. Allah Ta'ala, er sagt, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ. Und wir haben als Wächter des Höllenfeuers nur Engel eingesetzt. Das sind nur Engel. 19, 20 ist völlig egal. Wir haben nur Engel eingesetzt. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind. Es ist eine Versuchung für sie. Sie machen sich lustig. Genauso wie sich heute viele Menschen lustig machen über den Teufel, lustig machen über das Paradies, lustig machen über das Höllenfeuer. Da hast du immer wieder Nachrichten, ja, dann können wir Party feiern im Höllenfeuer. Ja, es ist doch langweilig im Paradies. Ja, die ganzen klugen Leute und interessanten Leute befinden sich doch im Höllenfeuer. Die machen sich lustig darüber. Eine Fitna, hört man doch immer wieder, oder? Seine Fitna. Und genau das ist das Problem. Wie wir gleich sehen werden, wenn es um Jahannam geht, da geht es um eine ernsthafte Sache. Und eine der wichtigsten Dinge, welche die Menschheit überhaupt betrifft. Weil wenn du im Höllenfeuer bist, möge Allah dich davor bewahren und jeden Einzelnen von uns. Glaub mir, dann wirst du nicht mehr darüber lachen. Weil dann wirst du es bereuen. Sagen, hätte ich doch mich bloß nicht darüber lustig gemacht.
hätte ich doch etwas dagegen getan. Das ist eine Fitna. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, die sich darüber lustig machen, die überheblich sind. Aber auf der anderen Seite, لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. In jeder Fitne liegt auch etwas Gutes. Weil diejenigen, die fest im Glauben sind, sie wird das in ihrem Glauben nur stärken. Und selbst diejenigen, die zu den Leuten der Schrift gehören, sie werden sehen, dass das, was Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat, ob es nun diese Zahl ist oder ob es andere Wahrheiten sind, dass es wirklich der Wahrheit entspricht. Und deswegen Abdullah ibn Salam, der Rabbiner der Juden in Medina, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wie er gehandelt hat, hörte, wie er geredet hat, wusste er ist der Gesandte Gottes. Er wusste es, er hat es erkannt. Weil das ist derjenige, der über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, immer wieder angekündigt wurde. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er zeigt auf, ja, auf der einen Seite ist es eine Fitne für diejenigen, die ohnehin nicht glauben wollen. Die sich bewusst vom Glauben abwenden wollen. Die überhaupt nicht die Absicht haben, sich Allah Subhanahu wa Ta'ala zuzuwenden. Weil wenn ich von Kafaru spreche, dann spreche ich über Menschen, die das bewusst gemacht haben, wie Al-Walid ibn Mughira. Das ist ganz wichtig. Über Menschen, die das bewusst gemacht haben, wie Al-Walid ibn Mughira, der sich bewusst vom Glauben abgewandt hat. Und dementsprechend sich lustig machen wird über solche eine Zahl. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, sie sind sich jetzt sicher, das ist wirklich eine Botschaft Allahs. Und damit diejenigen, die glauben, und es gibt einige Überlieferungen, die, glaube ich, nicht ganz authentisch sind, aber also man ist davon ausgegangen, dass die Juden und Christen zur damaligen Zeit auf der arabischen Halbinsel mit dieser Zahl etwas anfangen konnten. Aber es geht nicht nur um diese Zahl, es geht grundsätzlich um was? Es geht grundsätzlich um die gesamte Botschaft des Islam. Und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen. Kann jemand, der glaubt, an Glauben zunehmen, geht das überhaupt? Das ist eine Mes'ele, über die es unter den Aqide-Gelehrten, das heißt unter den Gelehrten der islamischen Theologie, um Meinungsverschiedenheiten gibt. Am Ende ist es aber eher ein Disput, der etwas mit der linguistischen, sprachlichen Bedeutung von Iman zu tun hat. Imam Abu Hanife ist der Meinung, der Iman ist stabil. Das heißt, er kann nicht steigen oder sinken. Weil Al-Iman ist Al-Tasdiq, ist die Bestätigung der Wahrheit. Und entweder ich bestätige die Wahrheit und glaube an sie, oder ich glaube nicht daran. Und dementsprechend gibt es auch einige, wie beispielsweise At-Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir, Tahlil und Tanwir, die gesagt haben, mit وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Ja, und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen, nicht gemeint, dass sie an Glauben zunehmen, sondern dass die Gläubigen zunehmen. Oder es ist im übertragenen Sinne gemeint. Während Jumhur, Al-Ulama, die Mehrheit der Gelehrten der Ansicht ist, Al-Imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. Der Iman, er steigt und er sinkt. Also er ist nicht sozusagen, er ist nicht, wie sagt man, fest, sondern er verändert sich permanent. Er ist sehr empfindlich. Wie ein Kurs, eine Aktie, die sich permanent ändert. Permanent. Es braucht nur einen kleinen Einfluss zu geben von außen. Ja? Und schon ändert sich der Kurs der Aktie. Und genauso auch der Iman. Er ändert sich. Es gibt Einflüsse von außen. Das heißt, der Iman, er steigt und er sinkt. Er steigt mit den guten Taten und er sinkt mit den schlechten Taten, mit den Sünden. Und deswegen muss ich immer wieder darauf Acht geben. Wenn ich zu viele Sünden begehe, was passiert dann? Wenn ich zu viele Sünden begehe, ja, dann wirkt sich das automatisch auf meinen Iman aus. Und ich muss darauf Acht geben. Was kann passieren, dass irgendwann einmal, was passiert, Krankheit in meinem Herzen entsteht. Das ist genauso, wie wenn ich zu viele Süßigkeiten esse,
zu viel Fast Food zu mir nehme, was passiert dann? Es wird sich irgendwann einmal, früher oder später, auf meine Gesundheit auswirken. Ich werde das vielleicht nicht sofort merken. Aber es kann sein, dass nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, vielleicht auch erst nach 20 Jahren, dann plötzlich Krankheiten entstehen, die genau mit deinem Essverhalten zu tun haben. Und genauso auch ist es mit deinem Iman. Du wirst es vielleicht nicht auf einmal spüren. Es ist ein schleichender Prozess. Aber es sind immer wieder diese kleinen Flecken, die sich auf deinem Herzen bilden. Und irgendwann einmal passiert was? Irgendwann einmal entsteht eine Schicht um dein Herz, sodass du die Wahrheit nicht mehr erkennen kannst. Und dein Iman wird immer schwächer, schwächer. Und dann braucht nur eine kleine Fitne zu kommen. Eine kleine Fitne. Und du wirst die Prüfung nicht mehr bestehen. Und deswegen ist es so wichtig, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, permanent an sich zu arbeiten. Permanent, immer wieder. Jeder von uns hat mal einen sehr starken Iman und einen sehr schwachen Iman. Jeder von uns. Wichtig ist aber, dass ich immer achte, dass mein Iman niemals so weit sinkt, dass es schon gefährlich wird. Wenn ich anfange, meine Pflichten zu vernachlässigen, dann müssen die Alarmglocken läuten. Die Sirene muss angehen. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, inna li kulli amalin amalin shirra wa fatra. Jede Tat hat ihren Höhepunkt und ihren Tiefpunkt. Jede Tat. Manchmal im Gebet hast du voll Schuhe, du weinst. Sallallahu Akbar, ich fühle mich, als wäre ich ein Engel. Und manchmal hast du das Gefühl, du betest und du spürst gar nichts. Bist abgelenkt an irgendwelche anderen Sachen. Aber du betest. Aber was? Aber du betest. In der Likulli Amari, Shirra wa Fatra. Manchmal schaffst du es, subhanallah, die ganze Nacht Ibadah zu machen. Und manchmal sitzt du nur voll auf der Couch herum, guckst dir eine Serie nach der anderen an, hast das Gefühl, ich kann gar nichts machen. Aber du hältst deine Pflichten ein. Und deswegen sagt der Prophet so was? فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةِ فَقَدْ اِهْتَدَى. Wessen Schwachpunkt, wessen Schwachphase, ja, tiefste Phase, in meiner Sunne mündet, also dass er immer noch die Pflichten erfüllt gegenüber Allah, immer noch an sozusagen den Islam festhält als Ganzes, so ist dieserjenige recht geleitet. So ist dieserjenige was? Recht geleitet. Machen wir weiter mit der Eier, weil sie ist so wichtig, diese Eier. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Und damit diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde und auch die Gläubigen nicht zweifeln. Ah, Allah, er spricht auf der einen Seite über was? Er spricht über Yaqin, bei den Ahl-Kitab, und dass der Iman steigt. Und dann spricht er über Zweifel. Und er zeigt auf, auch jemand, der Yaqin hat und jemand, der fest im Iman ist, kann Zweifel bekommen. Das kann passieren. Und wichtig ist es, dass ich immer wieder was? Dass ich immer wieder gegen diese Zweifel vorgehe. Dass ich immer wieder versuche, diese Zweifel zu beseitigen. Dass du Zweifel hast, ist ein Zeichen dafür, dass du Iman hast. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nannte die Zweifel Sarihul Iman. Er nannte sie was? Sarih al-Iman. Sarihul Iman ist was? Ist die Offenkundigkeit des Imans. Warum? Weil nur jemand, der sich mit seinem Glauben beschäftigt, und sich intensiv Gedanken macht über seinen Glauben, auch dann anfängt darüber nachzudenken und eventuell Zweifel bekommen kann in bestimmten Fragen. Aber wie muss ich damit umgehen als Muslim? Und das ist das Wichtige. Und zwar als Muslim tue ich was? Ich habe ein festes Fundament. Und wenn in einem Punkt ein Zweifel aufkommt, dann behebe ich diesen Zweifel, indem ich mich genau dieser Frage beschäftige, aber nicht das Ganze an sich in Frage stelle. Und das ist dann der Unterschied zwischen jemandem, der wirklich einen festen Iman hat, der zu den Sadiqin gehört, zu den Wahrhaftigen, und jemandem, der eine Krankheit im Herzen hat. Hört mal, wie Allah Ta'ala die Gläubigen in Surah Al-Hujurat beschreibt. Allah Ta'ala, er sagt, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Gläubig sind nur jene, welche an Allah und seinen Gesandten glauben. Und jetzt kommt ganz wichtig. Thumma lam yartab. Und dann nicht zweifeln. Von Rieb. Was ist damit gemeint? Kann es nicht sein, dass irgendwann einmal, es gab einige Sahabe, die kamen zum Propheten mit diesem Problem. Das ist ein kleiner Zweifel, der aufkommt und den ich dann wieder beiseite lege.
Aber was ist das Problem, wenn jemand wirklich große Zweifel anfängt am Fundament? Der hat ein Problem, ja, mit seiner Akide. Ein Problem grundsätzlich mit dem Iman, ja. Und dieserjenige ist nicht wirklich ein Mumin. Und der muss an sich arbeiten und er muss versuchen herauszubekommen, woran das liegt, dass er diese starken Zweifel hat. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, geht das auf eine weitere Gruppe ein. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Und auch die Gläubigen und damit diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, Krankheit des Zweifels, Krankheit der Heuchelei, Krankheit der Sünde, Krankheit des Hawa. Er arbeitet nicht an sich selbst, er lässt sich gehen. والكافرون. Und auch die Ungläubigen sagen, ماذا أراد الله بهذا مثلا? Was will denn Allah damit als Gleiches? Was soll dieses Gleiches? Und die anfangen, alles in Frage zu stellen. Alles in Frage zu stellen. Und das merkst du, subhanallah, bei einigen wirklich. Das merkst du gerade jetzt in der Zeit der sozialen Netzwerke, merkst du das, wie sich einige entwickeln. Die vorher in der Moschee waren und alles. Und dann plötzlich anfangen, merkst du so immer komische Posts auf Facebook, auf Instagram, komische Kommentare, wo du sagst, das sagt doch kein Mu'min. Das sagt doch kein Mu'min, so etwas. Und das ist dann diese Krankheit im Herzen, möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und die dann auch im Unglauben enden kann, möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen muss ich immer wieder was? Ich muss immer wieder an mir arbeiten. Weil ich als Mu'min, ich akzeptiere alles, was von Allah kommt. Wenn Allah sagt, die Anzahl der Höllen, sozusagen Wächter, ja, ist 19. Dann ist sie 19. Und ich frage nicht, warum ist sie 20? Ich frage auch nicht, warum muss ich denn 5-mal am Tag beten und nicht 6-mal? Oder warum nicht nur 4-mal? Ich akzeptiere es einfach. Warum? Weil ich nämlich den Islam als Ganzes akzeptiert habe. Ich habe ihn verinnerlicht und dementsprechend bin ich bereit, auch alles andere, was von Allah kommt und vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam kommt, zu akzeptieren. Wir hatten eine Reihe gehabt über die Alamatus Sa'a, die Zeichen des jüngsten Tages. Und wenn wir über die großen Zeichen des jüngsten Tages sprechen, in der Taiba-Moschee hatten wir das gehabt, dann kommen komische Dinge. Ad-Dajjal, Ma'juj und Ma'juj. Denkst du, was ist das? Wer ist hier? Ad-Dajjal und Ma'juj. Ad-Dajjal, jemand, der nur ein Auge hat und zur Erde sagt, fang an, deine Pflanzen heraus und plötzlich fängt es an, die Pflanzen kommen plötzlich aus der Erde heraus. Denkst du, was ist das? Wo sind die Ajuj und Ma'juj? Ich verstehe das alles nicht. Das sind alles Dinge, die nicht dazu führen, dass ich Muslim bin. Warum ich Muslim bin, ist ein ganz anderer Grund. Weil ich mich überzeugt bin, dass der Koran von Allah ist. Dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Und dementsprechend, wenn ich das verinnerlicht habe, er ist der Gesandte Allahs, dann akzeptiere ich auch alles, was von ihm kommt. Egal was es ist. Genauso wie Abu Bakr as-Siddiq. Als sie ihm erzählt haben, hast du gehört, was dein Freund gesagt hat? Isra und Mi'raj, er war gerade in Jerusalem gewesen. Für die damalige Zeit, für uns heute ganz normal, dass jemand von einem Ort zum anderen in einer Nacht fliegt, kein Problem. Schafft man in einer Nacht nach Jerusalem von Mekka und wieder zurück, würde man schaffen, ganz locker. Für die Menschen damals unmöglich. Unmöglich. Aber hört einmal, wie er es geantwortet hat. Ich glaube an viel mehr. Ich glaube nämlich daran, und das ist diese Grundlage, dass er eine Offenbarung von Allah bekommt, soll ich dann nicht akzeptieren, dass er in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gereist und wieder zurück? Das ist für mich das kleinste Problem. Ich habe das Fundament. Und deswegen, als Mu'min sage ich immer, Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Wir haben gehört und gehorchen. Amanna billahi wa rasuli. Wir glauben an Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt geht es weiter. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. So lässt Allah in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Was heißt das? Heißt das, dass Allah Ta'ala einfach bestimmt, der ist Mu'min, der ist Kafir, und ich kann dagegen nichts tun? Es gibt manche Menschen, die verstehen das falsch. Nein! Sondern es bedeutet, dass Allah Ta'ala denjenigen in seinem Kufr bestätigt, der dem Kufr verfallen möchte. Und denjenigen seinen Iman verinnerlichen lässt, der diesen Weg gehen möchte. Ein ganz wichtiger Punkt. Weil am Ende kann in diesem Universum nichts geschehen, außer mit der Erlaubnis Allahs. Keiner könnte glauben, wenn Allah es nicht wollte. Und keiner könnte Kufr begehen, wenn Allah es nicht wollte. Gibt es nicht Engel?
Es gibt Engel. Können Engel vom Glauben abfallen? Können sie nicht. Können Engel Allah sagen, ja Allah, ich mache das nicht? Können sie nicht. Genauso wie ein Roboter. Ein Roboter, den du produzierst. Könnte der Roboter, den du so programmiert hast, dass er immer auf dich hört, dir Nein sagen? Könnte er nicht. Du hast ihn so programmiert. Und Allah Ta'ala, er hat die Engel so erschaffen und er hat uns so erschaffen, dass wir uns für gut und schlecht entscheiden können. Ähnlich wie heutzutage künstliche Intelligenz. Ja? Dass dann Roboter anfangen können, ja, oder Programme selbst Meinungen oder wie auch immer, ja, zu entwickeln. Und Allah Ta'ala, er hat die Menschen genauso erschaffen. Ich kann mich selbst entscheiden. Aber am Ende, wenn der Stecker rausgezogen wird, dann kann auch die beste künstliche Intelligenz nichts mehr tun. Wenn ich den Stecker rausziehe oder dem Roboter sein Programm entnehme, kann er dann noch etwas tun? Nein. Und genauso auch der Mensch. Ja? Wenn Allah nicht will, dass der Mensch etwas tut, dann kann er das nicht machen. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ihr könnt nichts wollen, wenn nicht Allah der Herr der Welt möchte. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Aber niemand weiß über die Herrscharen deines Herrn Bescheid außer ihm. Und Allah hat nicht nur Engel als Herrscharen. Allah besitzt alles. Er kann einen Wind nehmen und ihn zu einem seiner Soldaten machen. Wie in der Schlacht von Al-Khandaq. Allah subhanahu wa ta'ala, er kann Engel nutzen. Er kann eine Sintflut nutzen. Allahs Herrscharen sind unendlich. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Aber niemand weiß über die Herrscharen deines Herrn Bescheid außer ihm. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschen. Und jetzt geht's weiter. Nach dieser langen Aya, subhanallah, ja, aus der wir so viele Lehren ziehen können, kommt jetzt ein Schwur. Und zwar nicht nur ein Schwur, sondern gleich drei Schwüre hintereinander. Und diese drei Schwüre haben etwas miteinander zu tun. Und zwar, es geht in diesen Schwüren um das Licht. Dass die Botschaft Allahs klar und deutlich ist. Hört euch mal an, was Allah Ta'ala sagt. Kalla wal qamar. Keineswegs beim Mond. Erleuchtend der Nacht. Wal layli idh adbar. Und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt. Also kurz vor der Morgendämmerung. Was subhi idha asfar. Und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt. All diese Dinge, die Botschaft Allahs ist klar und deutlich für jemanden, der sie erkennen möchte. Aber jemand, der seine Augen schließt oder nicht sehen möchte, dem kannst du noch so viel Licht geben. Er wird davon nicht profitieren. Du kannst ihm noch so viel erzählen. Er will dir gar nicht zuhören. Das ist ihm egal. Die Botschaft Allahs, sie erreicht jeden, der sehen möchte. Sie erreicht jeden, der hören möchte. Aber jemand, der sich verschließt, dem kannst du noch so viel erzählen. Er wird es nicht akzeptieren. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبُصِّرُونَ. Und du siehst, wie sie sich angucken, aber sie können nicht sehen. Allah hat ihnen Augen gegeben und sie nutzen die Augen nicht. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ. Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen. La ilaha illallah. Was ist damit gemeint mit إِنَّهَا? Worauf bezieht sich das? Dieses إِنَّهَا. Was soll ich dir sagen? Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen. نَذِيرَ لِلْبَشَرِ, zur Warnung für die Menschenwesen. Was ist damit gemeint? Jahannam. La ilaha illallah. Jahannam ist eine der größten Dinge überhaupt. لَإِحْدَى الْكُبَرِ. Etwas Großes. Eine große Angelegenheit. Keine Kleinigkeit. Es ist eine gewaltige Angelegenheit. Auch wenn einige Menschen sich darüber lustig machen. Es bleibt eine gewaltige Angelegenheit. Weil wer von uns möchte schon im Höllenfeuer enden? Keiner. Es ist wahrscheinlich die gewaltigste Angelegenheit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es geht um alles. Es geht um eine Glückseligkeit. Es geht um eine Erlösung. نَذِيرًا لِلْبَشَرِ, zur Warnung für die Menschenwesen. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرُ. Für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. Was ist damit gemeint? Erst einmal, ganz wichtig, es gibt niemanden, der einfach nur auf einer Stelle stehen bleibt. Und es ist immer nur eine Frage, gehe ich voran oder kehre ich zurück? Tue ich Gutes oder tue ich Schlechtes? Stärke ich meinen Iman oder schwäche ich meinen Iman? Gibt es einen Zeitpunkt, wo ich nichts tue, dann gibt es nicht. Wo ich einfach nur an einer Stelle stehen bleiben kann, dann gibt es nicht. Es geht immer nur, entweder
voran oder zurück? Und die Frage ist die, was möchtest du? Möchtest du zu jenen gehören, welche mit ihren guten Taten einen Schritt nach vorne machen und sich entwickeln? Oder möchtest du zu der anderen Seite gehören, welche sich durch ihre schlechten Taten immer zurückentwickelt? Es liegt an dir, du hast es in der Hand. Und deswegen sagt Allah Ta'ala was? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat. Kullu nafs, jede Seele. Rahim, mahbus. Ich bin sozusagen daran gebunden. Ich bin an meine Tat gebunden. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Und jedem Menschen wird sein Ta'ir, wie eine Art Vogel. Ja, seine Taten sind damit gemeint. Hier an seinen Unuq, ja, an seinen Hals gebunden. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Wir werden ihm am jüngsten Tag was geben, ein Buch, was er aufgeschlagen vor sich sehen wird. اقرأ كتاب, lies dein Buch. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Du reichst dir heute aus als jemand, der sich zur Rechenschaft zieht. Du brauchst niemanden. Du bist an deine Taten gebunden. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الله أكبر. Und der Mensch, er hat nur das, wonach er gestrebt hat. Das ist das Einzige, was er hat. Du strebst immer irgendwie. Entweder im Guten oder im Schlechten. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Asdaqul asma'i Hammam wa Haris. Die Namen, die am ehrlichsten sind, sind Hammam und Haris. Was heißt das? Was heißt Hammam? Was bedeutet der Name Hammam? Was bedeutet Hammam? Der Macher. Hä? Ja, Hammam ist von Yahum. Also nach etwas streben, etwas beabsichtigen. Hem, ich habe ein Hem, ich habe eine Sorge, ja, die mich, eine Sache, die mich beschäftigt. Ja, von Hem, Hemmam. Und jeder Mensch, egal ob gut, schlecht, Mu'min, Käfer, er strebt nach irgendetwas. Es gibt irgendeine Sache, die ihn beschäftigt. Der eine ist nur beschäftigt mit der Dunya, der andere nur mit dem Akhira, der dritte nur mit... Jeder ist in irgendeiner Weise mit etwas beschäftigt. Und deswegen ist der wahrhaftigste Name. Jeder strebt nach etwas. Hammam wa Harith. Und Harith ist was? Was heißt Harith? Was heißt Harith? Nicht Harith, mit Zin, mit Fa. Mit Harith. Ma huwa Harith? Was ist Harith? Ja? Bestellen. Du bestellst deinen eigenen Boden und du wirst am jüngsten Tag dann was? Die Saat haben. Subhanallah. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und deswegen, kullu nafsin bima kasabat rahina. Also, liman sha'a minkum, an yataqaddama, au yata'akhir, für jedem, für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. Das liegt an dir. Aber am Ende, du wirst zur Rechenschaft gezogen, wie das, was du tust. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ohne Ausnahme. Du wirst Rechenschaft ablegen, ob du willst oder nicht. Du denkst, es ist deine Zeit. Ja, es ist deine Zeit jetzt in dieser Dunya. Aber du musst dafür Rechenschaft ablegen. Ob du willst oder nicht. Und jetzt kommt eine Ausnahme. Sehr interessant, diese Ausnahme. Illa ashab al-yamin. Außer dem, die Gefährten von der rechten Seite. Was ist damit gemeint? Müssen nicht die Gläubigen genauso Rechenschaft ablegen? Was ist damit gemeint? Es gibt unter den Ahl al-Tafsir Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eine Meinung von Ali ibn Abi Talib und von einigen Mufassirun, die gesagt haben, damit sind die Kinder der Mu'minun gemeint. Die Kinder der Mu'minun, der Gläubigen, welche keine Abrechnung haben werden und welche direkt das Paradies betreten werden. Und dementsprechend jetzt in der folgenden Ayah dann am jüngsten Tag sich fragen werden, warum einige Menschen in der Hölle gelandet sind. Fi jannati yatasaalun. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen. Anil mujrimin, nach den Übeltätern. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch in Saqar geführt? Das heißt, es könnte sein, dass das einfach unschuldige Kinder sind, welche nicht verstehen, warum Menschen überhaupt vom richtigen Weg abgekommen sind. Was der Grund ist, dass sie in der Hölle sind. Das ist eine Meinung. Die Meinung der Mehrheit der Gelehrten ist, damit sind die Ashab al-Yamin gemeint, die Leute, die rechtschaffenden Menschen, welche sich dann durch eine leichte Abrechnung von ihren Fesseln lösen. Das heißt, das, was sich erlösen wird, ist was? Ist deine gute Tat.
Aber derjenige, der Schlechtes getan hat, der wird von seiner schlechten Tat gefesselt und ins Höllenfeuer geworfen. Der wird eine harte Abrechnung haben. Der wird nicht freigelassen. Es ist so, als bist du beschuldigt. Und du kommst erst frei, wenn du beweisen kannst, dass du auch wirklich nicht schuldig bist. Und wir werden alle vor Allah stehen. Wir werden alle eine Abrechnung ablegen müssen. Und es ist so, als würdest du dich befreien. Und deswegen, der Prophet sagt auch, Al-Mauludu marhunun bi'aqiqatihi. Al-Maulud marhunun bi'aqiqatihi. Was heißt das? Ein Kind ist gebunden an seine Aqiqa. Eine Aqiqa ist ja das, was sozusagen geschlachtet wird am siebten Tag oder dann später für das Kind. Ja? Ein Opfertier. Und deswegen auch jemand, der noch nicht, der weiß, dass seine Eltern das nicht für ihn gemacht haben, der sollte das an sich selbst, für sich selbst machen. Ja? Weil das eine wichtige Sünde unseres Propheten ist. Also ich bin sozusagen daran gebunden. Und erst wenn sie geopfert wird, bin ich frei. Subhanallah. Als eine Dankbarkeit gegenüber Allah dafür, dass ich überhaupt dieses Leben bekommen habe. Opfere ich ein Tier für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Das heißt, ja, jetzt kommt etwas sehr Merkwürdiges. Und das finden wir immer wieder im Koran in unterschiedlichsten Stellen. Und zwar die Paradiesbewohner sind im Paradies. Aber sie haben die Möglichkeit, mit den Höllenbewohnern zu reden. Und Allah ta'ala, er zeigt uns im Koran an verschiedenen Stellen, wie diese Dialoge aussehen werden zwischen den Paradiesbewohnern und zwischen den Höllenbewohnern. Beispielsweise in Surat As-Safat. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ. Einer von ihnen sagt, gewiss, ich hatte einen Gesellen. يَقُولَ أَإِنَّكَ لَمِنَ مُصَدِّقِينَ. Der sagte, gehörst du wirklich zu denen, die es für wahr halten. Ida mitzna, sozusagen. Und dann am Ende, ja, wird er ihn im Höllenfeuer sehen. Und mit ihm darüber reden. Und die Höllenbewohner werden die Paradiesbewohner rufen. Und umgekehrt, sie werden miteinander reden. Und genauso auch hier in dieser Surah, Allah Ta'ala, er zeigt uns das auf, ja, dass die Paradiesbewohner sich Gedanken machen werden über die Höllenbewohner und sie werden sich eine grundlegende Frage stellen, und zwar, warum sind sie eigentlich im Höllenfeuer gelandet? Was ist der Grund dafür? Es kann auch sein, dass einige im Höllenfeuer sind, von denen man gar nicht erwartet hat, dass sie im Höllenfeuer sind. Man dachte, oh, guck mal, das ist ein frommer Mann, aber in Wirklichkeit war er nicht fromm gewesen. Und deswegen hört euch mal diesen Hadith an. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wie es bei Bukhari überliefert wird von Usama ibn Zayd, يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار بيحيحاء. Es wird ein Mann gebracht und ins Höllenfeuer geworfen. Und die Eingeweide seines Magens werden heraustreten. Und er wird um sie herumlaufen wie ein Esel, der um sich selbst herumläuft. Oder der sozusagen bei einer Mühle sozusagen um den Brunnen herumläuft, ja, sozusagen, um halt einfach diese Mühle anzutreiben. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ. Die Höllenbewohner werden sich um ihn versammeln. فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ مَا شَأْنُكَ. Oh, so und so, was ist los mit dir? أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hast du uns nicht das Gute geboten und das Schlechte verwehrt? La ilaha illallah. Er wird sagen, بَلَا كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَتِي. Doch, ich habe das Gute geboten, aber selbst nicht praktiziert. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِي. La ilaha illallah. Und ich habe euch das Schlechte verwehrt, aber es selbst gemacht. Die Menschen werden reden miteinander. Am jüngsten Tag, man wird sich wiedersehen. Vielleicht so, wie wir hier sitzen, werden wir uns wiedersehen. Inshallah im Paradies, ja Rabbil Alamin. فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Was ist der Grund, warum ihr in Saqar seid? Und jetzt antworten sie. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Einige Gelehrte, ich habe einen sehr, sehr guten Tafsir gehört diesbezüglich. Die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, sie machen das, um sich lustig zu machen. Oder sie zu tadeln. Ich habe einen sehr guten Tafsir gehört, der gesagt, nein, es geht nicht ums Tadeln. Sondern jemand, der Da'wah in der Dunya gemacht hat, aus Barmherzigkeit gegenüber den Menschen, der wird traurig sein, warum die Menschen trotzdem in Höllenfeuer sind. Selbst im Paradies werden die Gläubigen immer noch diese Trauer verspüren. Sie werden sich nicht freuen. Vielleicht nur bei einigen Leuten. Tyrannen etc. Aber bei vielen Leuten werden sie sich vielleicht gar nicht darüber freuen. Sie werden sich fragen, warum seid ihr überhaupt hier gelandet? Wir haben euch doch gewarnt. Und jetzt antworten sie. Und hörst gut zu. Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten.
Zu dieser Zeit war noch nicht das Gebet fünfmal am Tag zur Pflicht gewesen. Was ist mit Musallin gemeint hier? Jemand, der eine engere Beziehung zu Allah hat. Ich habe weder gebetet, noch wollte ich mit Allah etwas zu tun haben. Hayya ala salah, hayya ala falah. Aber ich bin mit etwas Besserem beschäftigt gewesen. Wozu beten? Wozu Beziehung zu Allah? Das ist das Erste. Keine Beziehung zu Allah. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Wir pflegten nicht, den Armen zu speisen. Eine schlechte Beziehung zu den Mitmenschen. Unverschämter Charakter. Kein Respekt gegenüber den Menschen. Ich denke nur an mich selbst, bin ein Egoist, ein Individualist. Hauptsache mir geht es gut. Und hier wieder diese beiden Dinge, die wir immer wieder erwähnen. Und zwar meine Beziehung zu Allah und meine Beziehung zu den Mitmenschen. Und dann geht's weiter. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Nicht nur, dass ich den Menschen nicht geholfen habe und eine schlechte Beziehung gegenüber meinem Schöpfer hatte, sondern ich war auch noch mit denjenigen zusammen, die immer nur Unsinn geredet haben. Was heißt denn Khadr Yahud? Khadr Yahud bedeutet, ich befinde mich in einem Wasser, dessen Grund ich nicht sehe. Und ich weiß nicht, wo ich hintrete. Ich weiß nicht, wo ich hintrete. Und genauso auch, es gibt Sitzungen. Ich erzähle irgendetwas und ich bin mir gar nicht darüber bewusst, was ich eigentlich alles erzähle. Aber ich rede einfach mit, um mitzureden. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Und خَائِضِينَ bedeutet was? Ja? Dass ich nur Schlechtes geredet habe, an schlechten Sitzungen teilgenommen habe. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge. Kein Iman an Allah. Kein Iman an den jüngsten Tag. All diese Dinge haben dazu geführt, dass ich wo gelandet bin? Dass ich im Höllenfeuer gelandet bin. Hatta atana al-yaqin, bis die Gewissheit zu uns kam. Das heißt, sie sind auch so gestorben. Ihr Leben lang haben sie so verbracht und sind auch so gestorben. Und jetzt, wir müssen ein bisschen schneller machen, damit wir die Sura heute abschließen, inshallah ta'ala. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen, nicht die Fürsprache einlegen können. Bringt dir nichts. Khalas. Es kommt jetzt auf was an? Seine Taten. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden? Die ist doch so klar und deutlich zu ihnen gekommen. Warum haben sie sich akzeptiert und einfach umgesetzt? Allah verlangt nicht viel von den Menschen. Allah will nur das Beste für den Menschen. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Als wären sie aufgeschreckte Wildesel, die vor einem Löwen fliehen. Subhanallah. Was für ein Bild. Ja? Ein Löwe, ein Jäger. Qaswara ist ein Löwe oder ein Jäger. Ein Löwe und ein Jäger. Und ein Löwe ist ja auch ein Jäger. Und Allah Ta'ala, er beschreibt es so, dass jedes Mal, wenn jemand zu ihnen kommt, um sie zu ermahnen, sie wegrennen. Damit, lass mich in Ruhe. Kein Bock auf Religion. Komm, lass mich. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich weiß so und so besser. Ja? Anstatt einfach es anzunehmen, diese Erinnerung und Ermahnung zu akzeptieren, über sein Leben nachzudenken. Nein, Hauptsache ich will weg. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es so schön beschrieben. Er hat gesagt, ihr seid wie Fliegen, die ins Feuer wollen. Und ich bin derjenige, der versucht, euch immer wieder zurückzuziehen. Und deswegen, wenn dir jemand eine Ermahnung gibt, sei dankbar. Sei dankbar, dass er dir diese Ermahnung gegeben hat. Und danke Allah dafür, dass du jemanden hast, der dich erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. Aber nein, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zu. Was ist damit gemeint? Allah Ta'ala, er zeigt ihre Einstellung. Und zwar, sie haben die Botschaft nicht abgelehnt, weil sie nicht überzeugt waren. Sondern sie haben sie abgelehnt, weil sie hochmütig waren. Guck mal, jeder von ihnen wollte selbst, dass ein Engel zu ihnen kommt und ihnen sagt, das ist die Wahrheit. Allah hat dir doch die Wahrheit geschickt. Was willst du denn mehr? Und deswegen diejenigen, die die Wahrheit aus Hochmut ablehnen, selbst wenn ein Engel vor ihnen sein würde, würden die Wahrheit ablehnen. Warum? Weil sie nicht bereit sind zu glauben. Kalla bella yakhafuna al-akhirah. Keineswegs, vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits. Kalla innahu tadhkira. Keineswegs, es ist ja eine Erinnerung. Faman sha'a dhakara. Wer nun will, gedenkt seiner. Alles nur eine Ermahnung. Es liegt an dir, was du daraus machst. Und jetzt kommt die letzte Ayah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Sie werden aber seine nicht gedenken, außer dass Allah es will. Noch einmal, diese ganz wichtige, grundlegende, fundamentale Aqida-Angelegenheit. Ja, du kannst nichts Gutes, noch etwas Schlechtes bewirken, außer wenn Allah es zulässt. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, ja, warum es wichtig ist, dass wir auch an so etwas wie eine Hölle glauben und sie verinnerlichen und dass wir Gottesfurcht haben. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Ihm gebührt die Gottesfurcht. Also er hat das Recht darauf, dass er gefürchtet wird.
Allah Ta'ala, er zeigt nochmal auf, dass er über all diese Eigenschaften verfügt. Er ist auf der einen Seite jemand, der vergibt und verzeiht. Gar keine Frage. Und deswegen wird die Sura auch damit abgeschlossen. Wa ahlul maghfira, und ihm gebührt die Vergebung. Er vergibt, gar keine Frage. Aber dieser Aspekt der Ehrfurcht gegenüber Allah und die Furcht vor der Hölle und der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil unseres Imans. Und das dürfen wir niemals vergessen. Und ich sage euch noch einmal, und das sage ich immer wieder, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo man versucht, den Islam zu liberalisieren. Und wo man versucht, solche Aspekte wie Hölle, Ehrfurcht gegenüber Allah, Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala, aus dem Islam zu verbannen. Aber wie soll das funktionieren? Was mache ich mit all den Ayat, die über das Höllenfeuer sprechen? Was mache ich mit den Ayat, die von mir verlangen, dass ich Taqwa habe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Soll ich sie streichen, ausradieren? Und versuchen, unverständlich zu machen, umzuinterpretieren, sodass ich den Koran im Grunde genommen entstelle? Warum akzeptiere ich es nicht einfach so, wie es ist? Und wenn ich nicht Allah fürchte, wen soll ich dann fürchten? Den Schöpfer dieses Universums. Ich meine, ich mache mir in die Hose, wenn es irgendeinen großen Politiker gibt, ja, der irgendwie in die Stadt kommt, weiß ich nicht was. Und wenn ich vor ihm stehen würde, ich würde innerlich zittern. Mir Gedanken machen, was soll ich sagen, wie soll ich mit ihm reden? Das ist einfach nur ein Mensch, der genauso auf Toilette geht wie du. Und dann soll ich keine Ehrfurcht haben gegenüber dem Schöpfer dieses Universums? Subhanallah. Subhanaka hada buhtanun azim. Das ist wirklich Verleumdung, gewaltige Verleumdung. Huwa ahlu taqwa. Wir sind jetzt fertig, dann machen wir Adhan, inshallah ta'ala. Ihm gebührt die Gottesfurcht. Huwa ahlu al-maghfira. Und ihm gebührt die Vergebung. Am Ende ist Allah allvergeben. Und seine Barmherzigkeit steht über was? Über seinen Zorn. Das ist Surat al-Mudathir gewesen. Wir haben es alhamdulillah heute geschafft. Hat noch etwas länger gedauert. Aber wir mussten das heute abschließen, inshallah ta'ala.